Corporal Dwayne Hicks, TQ4048215E9, Notfall. Meine Einheit hat auf LV-426 schweren Schaden genommen. Bitte um Unterstützung an Bord der USS Sulaco. Überlebende, ich selbst, eine Frau, ein Mädchen und ein schwer beschädigter Synthet. Alle zu LV-426 ausgesendeten Colonial Marines sind gefallen. Wiederhole, alle zu LV-426 ausgesendeten Colonial Marines sind gefallen. Aufgestanden, Marines. Dies ist keine Übung und ihr seid nicht mehr bei Mutti. Auf die Beine, Marines. Für die Neuen, ich bin Captain Cruz und ihr seid meine Crew auf der USS Sephora. Wir sind hier wegen eines Notrufs der USS Sulaco, den wir vor 17 Wochen empfangen haben. Rhino 23 war zuerst vor Ort und ist auf heftigen Widerstand gestoßen. Ihr seid die Letzten, die aus dem Kryo-Schlaf geholt werden. Also, keine Beschwerden, ihr Memmen. Schließlich haben wir euch ausschlafen lassen. Macht euch kampfbereit und sammelt euch in 20 Minuten im Hangar. Name und Rang? Corporal Christopher Winter, 118. Bataillon an Bord der USS Sephora. Corporal Winter, ich schicke Rhino 21 als Unterstützung für 23. Alles klar, Mann? Mir geht's gut, Captain. Ich mache mir nur Sorgen um 23. Gut, denn sie werden sich Rhino 21 anschließen. Die werden versuchen, den Flugschreiber der Sulaco zu bekommen, damit wir herausfinden, wer das verursacht hat. Sir, was ist dort passiert? Wir haben versagt. Aufgepasst, Mädels von der USS Sephora! Genau in diesem Moment kämpfen Rhino 21 und Rhino 23 darum, die Situation unter Kontrolle zu bringen. Wir lassen keinen Marine zurück. Daher schicken wir in den nächsten 2 Stunden ein paar Dropships, um bei der Evakuierung der Verletzten auf der USS Sulaco zu helfen. Sir, die Sulaco wurde zuletzt bei Fury 161 gesichtet. Wie ist sie zurück zu diesem Planeten gekommen? Danke für die Unterbrechung, Lieutenant Reed. Wir wissen nicht, wie das Schiff hierher gekommen ist. Im Moment sorgen wir uns nur darum, was unsere Marines umbringt. Die Situation ist ungewiss. Weitere Informationen kriegt ihr, sobald wir sie haben. Also los, Weidmanns Heil, Marines! Hurra! Hurra! Hören Sie zu. Was ich brauche, sind Informationen. Keine Helden, kein Bullshit. Sie sind dort meine Augen. Melden Sie alles, was Sie sehen, damit ich weiß, womit wir es dort zu tun haben. Verstanden. Sagen Sie Rhino 21, ich bin auf dem Weg zu Ihnen. Verdammt nochmal, was ist passiert? Raider 6-5, sind Sie schon in der Luft? Explosive Dekompression in der Sulaco. Hier ist Raider 6-5. Die Gangway lässt Atmosphäre ins All. Prekäre Situation, Sir. Prekär? Soll ich das im Duden nachschlagen, Raider? 20 Minuten bis zum totalen Zusammenbruch. Machen Sie dicht. Winter, Sie haben die Lady gehört. Gehen Sie auf die andere Seite, dann machen wir dicht.
Begebe mich zur Sulaco. Winter over. Sephora Actual. Oh, hier spricht O'Neill. Wir haben mehrere Verwundete hier. Wir brauchen hier umgehend Sanitäter für die Marines von Rhino 2-1. Negativ, 2-1. Die Explosion hat die Luftschleuse auf unserer Seite beschädigt. Wir können die Gangway nicht mehr benutzen. Bleiben Sie dort und kümmern Sie sich um unsere Marines. 2-1, was ist der Status von 2-3? Winter, willkommen im Chaos. Benutzen Sie Ihren Bewegungssensor und sagen Sie mir, was Sie sehen. Ich sehe Sie beide. Und 2-3 ist im Süden, hinter dem Hangar, vielleicht bei den Maschinen. Bewegen Sie sich. Nein. Moment. Da ist ein unbekanntes Signal. Da bewegt sich was. Verdammt. Sephora Actual, 2-3 scheint die Position zu halten. Oder Sie sind tot. Es gibt unbekannte Bewegungen bei Ihnen. Sie könnten angegriffen werden. Alles klar. Winter und ich werden... Verdammt. Sephora Actual. Ich treffe mich mit 2-3, Sir. Denken Sie daran, keine Helden, Junge. Actual over. Sir, ich sehe da einen halben Synthet auf dem Deck. Welche Hälfte? Also, er sagt nicht viel. Dann finden Sie die sprechende Hälfte. Actual over. Winter, schnell. Der Schweißer. Schneiden Sie mich hier raus. Erschießen Sie das Ding! Erschießen Sie das Ding! Schneiden Sie mich runter! Machen
Sie schon los! Los! Sephora Actual! Winter hier! Ich hab Keys von Rhino 2-3. Hier sind ein paar Leichen, aber es fehlen welche. Ein oder zwei Marines von Rhino 2-3 sind nicht dabei. Sind alle tot? Garnet? Er ist weg. Bleib ruhig. Ich hab dich, Kumpel. Winter, sammeln Sie alle, die übrig sind, und bringen Sie sie zurück zum Hangar. Nicht angreifen. Hier spricht Keys von 2-3, Sir. Unsere Mission war es, die Flugdaten der Sulaco zu bergen. Ich habe Ihnen einen Befehl gegeben und das war's. Sammeln und so. Wir müssen wissen, was das verursacht hat. Und da hilft uns der Flugschreiber. Bei allem Respekt, Sir, halten Sie den Mund und befolgen Sie meine Befehle. Actual over. Zum Teufel mit Befehlen. Der Flugschreiber ist nicht weit weg. Wir holen ihn und suchen Rhino 2-1. O'Neill, sind Sie noch da? Verdammt. Seid ihr auf dem Weg zurück? Nein, wir brauchen 10 Minuten, um den Flugschreiber zu holen. Unsere Marines sind nicht umsonst gestorben. Ihr habt 5 Minuten für den Flugschreiber und den Rückweg. Keys, halten Sie Ausschau nach Bella. Ura. Mach ich. Danke, O'Neill. Danke für Ihre Hilfe, Winter. Wenn sich was bewegt, nicht denken, schießen. Wir sind hier nicht allein! Ich lass mich nicht nochmal erwischen. Sichtkontakt! Los geht's! Achtung, rechts von uns! Versiegel den Raum! Holen Sie den Flugschreiber! Die Mittelkonsole! Holen Sie den Flugschreiber! In einer Minute sind wir raus, okay? Okay. O'Neill, Flugdaten sind unterwegs. 2 Minuten. Keys, Achtung! Verstanden, Winter. Hebt das Feuern für später auf und bewegt eure Ersten zurück. Der Flugschreiber sollte zeigen, welches Arschloch das mit der Sulaco getan hat. Wer weiß, was wir herausfinden, wenn wir das Ding zurückbringen. Haben Sie das Ziel im Visier?
Der Schuss muss sitzen! Wir sind in einer Minute bei euch. Ihr seid zu spät. Auf dem Dropship! Achtung! Granate! Keys, warten Sie! Sind Sie total verrückt geworden? Los zur Gangway! Gangway ist instabil, aber es bleibt keine Zeit, um auf ein Gesetz zu warten. Wir gehen trotzdem durch. Eine Explosion hat die Tür versperrt. Ohne Autorisierung geht die nicht auf. Bewegen Sie Ihren Arm und überbrücken Sie die verdammte Türsperre, Kies! Los! Ja, bin schon dabei! Ich überbrücke die Tür! Ich brauche 30 Sekunden! Hat euch das gefallen? Noch ein paar Sekunden mehr! Wir machen uns aus dem Staub! Der Flugschreiber ist unterwegs zur Sephora! Wir haben's geschafft! Rhino-Team! Los, los, los! Winter! Bewegung! Der Flugschreiber ist weg. Keys. Keys hatte ihn. Alles war umsonst. Wir sind nicht tot. Naja, das ist doch schon mal was. Sephora Actual hier. Tuan, hören Sie mich. Was ist in der Gangway passiert? Actual, wir haben Keys verloren. Ich glaube, es ist etwas in seiner Brust explodiert. Ist Winter bei Ihnen? Ja, Sir. Haben Sie eine Idee zu der Explosion im Brustkorb? Unsere Cheyennes sind unterwegs, um Bodenunterstützung bei der Evakuierung zu geben. Das heißt, wir brauchen einen Landeplatz für etwa 80 Marines. Der Hangar ist unbrauchbar, aber im Frachtraum ist Platz. Verstanden. Unterwegs zum Laderaum. 2-1, over.